Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag des Hero Zero Server 8, Tag 2, um genau zu sein. An alle aus dem Team und auch sonst irgendwie Leute, die mir Nachrichten geschrieben haben. Sorry, ich hatte heute bis 2 Uhr Unterricht, das war nicht eingeplant. Eigentlich dachte ich, ich hätte heute vielleicht sogar eher aus. Ja, so versaut's einem die Schule mal wieder. Naja, gut. Gut, ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Heldentaten ab. So, kehre morgen ins Spiel zurück. Ohne Fleiß keinen Preis. 14 von 10 Duelle verloren. Na, das ist nicht so schön. Oh, nice. Fürs Arbeiten Erfahrung bekommen. Das ist auch cool. Oh, genau. Wir haben ja noch 2 Teamkämpfe. Und Übung macht den Meister. Okay, gut. Dann schauen wir uns erstmal die Teamkämpfe an. Das war ja der Angriff. Ja, gut. Ja, wer da gewinnen wird, war ja sehr wahrscheinlich, dass wir das werden. So. Das ist jetzt schon spannender, weil das Team ja ungefähr so gut ist wie unseres. Wobei, oh, der Terminator rotzt die schön weg. Er terminiert sie. am Anfang haben wir alle noch die Wurfmelonen oder wie auch immer die Teile heißen. Deswegen sind die Kämpfe da noch ein bisschen anders, als sie später vielleicht sein werden. Der Typ hält einfach zu viel aus. Der hat halt so viel Ausdauer. Jetzt die Melone hat ihm den Riss gegeben. Es wird vielleicht sogar knapp. Nee, Mofet haut den um und dachts. Okay, der hat wieder so viel Ausdauer. Ah, ja gut. Das wird jetzt knapp. Okay, ich muss es beenden mit einem Schlag. Yeah. So, werden wir schon wieder angegriffen. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, ach genau, in den Laden habe ich auch noch gar nicht geschaut. Und die Gegenstände, die wir aus dem, ich weiß nicht, der hier ist eigentlich besser. Ist mal wieder alles ausgeglichen, so, verkaufen wir das alles. Und holen uns erstmal die neue Ware, vor allem die Wurfwaffen, damit wir die Duelle gleich gewinnen. Oh, Gürtel mit plus 18. Ach so, für Donut. Naja, lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Und hier wäre Kraft drin. Allerdings wären dann jetzt echt mal alle gleich. Ungefähr. Ja, jetzt sieht es doch schon viel besser aus. So, und ansonsten war das ja alles ziemlich schlecht. Ja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir die Angriffe. Rang 363. Das geht ja eigentlich noch. Dafür, dass ich jetzt so viele verloren habe eigentlich. Was hat denn der so für Skills? Okay, der hat ziemlich viel Ausweichen. Egal. Joa, schön. Geht. Oh, gleich ein Gegenstand wieder. Ach, da sind ja die ganzen Kämpfe. Oh, ja, die ersten 3 verloren und dann 4 gewonnen. Schön, schön, schön. Level 24 habe ich gewonnen. Das ist gut. Ja, ich weiß jetzt nicht. Sternenfee, Level 14. Dann greifen wir die auch mal an. Sollte uns eigentlich sowieso jeder Ehre geben, weil momentan ist es jetzt ja noch so, sowas greifen die einfach nochmal an. So fast abfarmen könnte man das schon nennen, aber naja. So, jemand hat hier vorne nichts verloren mit Stufe 14, ganz sicher nicht, auch wenn ihre Stats ziemlich gut sind. So, so machen wir uns wieder 215, drei Angriffe machen, drei Siege. So, okay, der ist schon eine härtere Nuss. Allerdings müsste ich ihn eigentlich auch besiegen können. Ah, da hat das Ausweichen überwiegt von ihm. Schade. Und, ich weiß nicht. Greifen wir ihn einfach nochmal an. Das war wirklich knapp. Also von den Fähigkeiten her kann man jetzt gar nicht sagen, wer besser ist, weil immerhin habe ich mehr Kondition, mehr Kraft. Allerdings überwiegen anscheinend echt diese 20 Punkte auf Grips und Intuition, die er mehr hat, so krass, dass er gewinnt. Naja, gut. So, dann holen wir uns erst wieder die Belohnungen ab. 50 von 50 Duelle und 2000 von 2000 Ehre, 6 und 3 Fähigkeitspunkte. Jo, sieht doch auch wieder ganz nett aus. Alles einmal und dann machen wir hier noch. Na gut, gleich mal das noch aus. Gut, passt. Gut, das war's dann jetzt eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Jetzt haben wir hier noch lauter, Bewerbungen natürlich. Oh, die Anfragen. Helfen, helfen, helfen. So, das könnten wir jetzt auch gleich machen. 27 Sekunden noch. Bezüglich meines Planes. Ach, Moment mal, wir müssen ja noch einen Angriff starten, fällt mir gerade auf.
Oh, ausbauen können wir auch. Würde ich mal sagen, machen wir Motivation. Und noch einmal Erfahrung. Spende ich natürlich, was noch benötigt wird. So, dann machen wir auch mal Sucht Mitglieder an, denn anscheinend haben uns zwei Leute verlassen. Schade. Naja. Am Anfang ist ja klar, dass da noch einige hoppen werden, wie auch immer. Ja, ist ihre Sache. Vielleicht haben sie auch aufgehört. Ich weiß es nicht. Ich muss mich da jetzt erst mal informieren, was da so abging, als ich nicht da war. Schauen wir uns mal den Angriff. Oh, wir haben 6 Batterien. Ja, dann wird es sich eigentlich gar nicht lohnen, aber naja, egal. Nee, verkürzen wir die jetzt mal noch nicht. Genau. So, jetzt skillen wir mal noch. Ach, halt, Moment. Ah, die sind beide schlecht, okay. Allerdings wieder ziemlich viel Gold. Moment mal, wie viel kostet der Ausbau vom Quartier nochmal? 7000? Boah, 7000. Ah. Naja, ich würde jetzt sagen, Erfahrungspunkte und Münzen erstmal hochballern. Und genau den Angriff, jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Ja. Was schauen wir denn da? So, Durchschnittsstufe 10, was ist denn unsere Durchschnittsstufe? 12. Ja, schauen wir doch einfach mal 10. Was haben die denn so für Leute? Okay, die haben auch nur einen guten und der Rest ist so, ja, im Schnitt, sage ich mal, wobei Stufe 3. Naja, ich weiß nicht. Wie ist denn der so? Boss 002, 0100. Oh, der hat aber schlechte Booster. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich könnten wir ihn besiegen. Ja, sogar sehr wahrscheinlich eigentlich. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, ach, Moment, schauen wir mal hier. Was, wir sind Platz 7? Krass. Oh, das sieht doch nett aus. Was haben wir denn hier? Achso, die werden schon angegriffen. Stark Industries, die werden nicht angegriffen. One Piece. Ah, oh, die haben auch sehr hohe Mitglieder. 222er, das ist schon mal nicht schlecht. Da, die haben eine Trophäe, ja, gut. Ja. Okay. Ich glaube, so findet man keinen guten Gegner. Oder vielleicht auch doch. Was haben die so? Ja, das Blöde ist, das Durchschnittslevel ist halt entscheidend und der, selbst wenn ich sehr viele Leute besiegen könnte im Fight, ich kann nicht einfach gegen 6 Leute antreten. Auch wenn jetzt die anderen langsam hinterherkommen im Level, aber so ab Stufe 20 haben wir jetzt eigentlich niemanden mehr da. Epic Heroes. Was sind die denn alle so gut? Was würden mir dann hier angeboten? Durchschnittsstufe 10. Durchschnittsstufe 8. So, musste jetzt einen kurzen Cut reinmachen. Und zwar wollten wir jetzt genau schauen, wegen dem Team mit der Durchschnittsstufe 8, die Incredibles war das genau. Jo, ja, klingt jetzt natürlich hier blöd, beziehungsweise sieht blöd aus, so ein, ja, in Anführungszeichen, schlechtes Team anzugreifen. Aber naja, ganz ehrlich, am Anfang, ja, muss man es ja nicht riskieren, dass man die Kämpfe verliert. Und wer uns angreift, ja, gut, ist auch nicht unbedingt fair. Ich meine, 25, 25 und na gut, der Rest geht wiederum. Allerdings haben wir halt nur einen 20er, beziehungsweise über 20 und naja, vielleicht kriegen wir noch höhere Leute, mal sehen, wie das dann so abläuft. Und ja, wir haben unsere 8 Batterien sowieso schon komplett. Schon wieder Gegenstand hier. Quests sind echt hier besser als da drüben. Vielleicht bleibe ich da so. Was ich jetzt noch schauen wollte, wegen den Missionen, und zwar, genau, die, was man da noch so erledigen könnte, weil es gibt ja sehr viele Quests, beziehungsweise Heldentaten, wo man hier auch noch Sachen bekommt, sprich Erfahrung und dergleichen. Da kann man natürlich auch schneller leveln, wenn man die alle macht, wenn man sie nicht macht, natürlich, dann levelt man auch langsamer. Allerdings, gut, das hier oben ist das hier, wo muss man das denn machen? Ist ein wenig dumm von ihm. Findest du in der dreckigen Innenstadt? Ach, der ist ja sogar hier. War das nicht sogar den, den wir jetzt angreifen? Was kriegt man da? 800 Münzen. Hilft natürlich auch beim beim Teamausbau. Die ganzen Münzen, die man dadurch bekommt. 3 von 3, 2 von 3 mal Filmen. In der dreckigen Innenstadt. Ah, na gut. Das wollte ich nämlich noch schauen und der Rest haben wir anscheinend schon alles erledigt. Jo, ach so, dann gibt's den der anderen. Ach, dann gibt's da drüben gar keine Quests, wie es aussieht. Sind alle noch in der dreckigen Innenstadt.
Naja, gut, dann machen wir noch einen Fight und dann würde ich sagen, reicht es auch schon wieder für heute. Viel gibt es ja jetzt gar nicht mehr zu sehen. Ups, anders wollte ich suchen. Papa Joe. Oh, ein Stärke-Monster. Nee. King Killer? Ah, der sieht schon eher schaffbar aus. Das ist allerdings wieder jemand, der so viel Intuition hat. Das Blöde ist halt, der andere hatte auch nur 20 Punkte mehr und ist anscheinend so oft ausgewichen, dass alle meine anderen Werte vollkommen für einen Arsch waren. Da schon wieder. Okay, gut. Das haben wir geschafft. Allerdings ist auch der noch Stufe 17. Ist ein bisschen unfair, auch noch ihn anzugreifen. Aber naja. Wer so weit oben in der Rangliste ist, muss damit rechnen, dass er auch schnell wieder ohnt. Er geboxt wird mit dem Level. Wobei, wir könnten eigentlich mal schauen, was ist denn jetzt das Top-Level? Gestern war es irgendwie 33. 30, meinte ich. Ja, 33. Wisst ihr so, es geht. Oh, okay, die geht sehr auf Crit und Intuition. Amazing Randoms. Ach ja, das war noch so ein Top-Team. Die gehen sehr stark auf Quartier. Wie sieht's bei Reborn aus? Nur noch schnell die Top-Teams abchecken, dann machst du's ja schon. Ausbau. Ups, Top 10. Reborn, genau, 43%, die sind die besten. Und wie gesagt, die Amazing Randoms direkt dahinter. Die haben immer noch nicht die Fähigkeitsbonusse ausgebaut. Boah, Level 40? Wieso wird denn der nicht angezeigt? Sie. Entschuldigung, sie. Die hat keine Waffe drin. Ach ja, stimmt, die machen das ja mit diesem Konditionsset, genau. Ja, das hat Nick noch mal ein Video drüber gemacht. Ja, gut. Das ist, glaube ich, für die Sondereinsätze so gut geeignet. Und für die Missionen, glaube ich, auch. Naja. Ich mache sowas nicht, oder zumindest momentan nicht. Ich muss mich jetzt mal wieder ins Spiel einfinden. Und anscheinend war das nicht der Dealer, den wir brauchen. Schade. Naja gut, eine etwas langweiligere Folge, sage ich mal. Ja, es steht immer noch genau die gleiche Ansage wie gestern. Gerne über meinen Link anmelden, dann bekommt ich und auch ihr Donuts mit Stufe 30. Und ansonsten Bewerbungen fürs Team. Momentan haben wir zwei Plätze frei, wobei, wenn ich mir hier so den Briefkasten ansehe, wohl schnell nicht mehr. Wie gesagt, keine Anforderung, was Stufe angeht. Ansonsten 25% Booster, Aktivität. Und natürlich 10% Spenden der Münzeinnahmen, also mindestens wirklich. Das ist so erbärmlich wenig. Die Top-Teams verlangen alle 90 bis 100%. Von daher, ja, kann man das, glaube ich, wirklich von euch verlangen, dass ihr da einen kleinen Teil eurer Münzeinnahmen spendet. Mache ich ja auch. Ich meine, was habe ich insgesamt schon gespendet? 9.300, das ist weit mehr als 10%, das kann ich euch versichern. Also, ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, macht's gut, haut's rein und bis morgen, ciao, ciao.